Sind Sie sicher, dass Sie das tun möchten? Kommt rein. Es tut mir leid, es ist nicht viel. Oh. Wo sollen wir schlafen? Nun, Bobby, du und Ocean seid herzlich willkommen, mein Schlafzimmer zu nehmen. Ich schlafe auf der Couch. Kann ich euch etwas zu essen anbieten? Hast du etwas Mac and Cheese oder Peanut Butter? Oder Chips? Nein, tut mir leid. Aber wir können zum Laden gehen und... Ach, ich weiß. Wir werden in meinen Garten gehen. Möchte jemand ein Tomatensandwich? Nein? Opa. Opa, wach auf. Hey, Kinder. Ihr seid schon angezogen? Es ist 7.30 Uhr, wir dürfen am ersten Schultag nicht zu spät kommen. Nein, das könnt ihr nicht, Ocean. Das geht bestimmt nicht. Was ist mit dem Frühstück? Frühstück. Kinder, mögt ihr Raisin Bran? Nein, wir mögen Cinnamon Toast Crunch. Okay. Wie wäre es, wenn wir auf dem Weg bei McDonald's vorbeischauen? Willst du dich nicht umziehen? Ach ja, stimmt. Okay. Wir werden garantiert zu spät kommen. So, da wären wir. Ah, ich wünsche euch einen schönen Tag in der Schule. Entschuldigen Sie. Ja. Haben Sie die Kinder gerade erst abgesetzt? Ja, das habe ich. Es tut mir leid. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich heiße Ernest Smalling. Ich bin Bobby und Oceans Großvater. Schulleiterin Owens. Und haben Sie den Kindern etwa McDonald's mitgegeben? Ja. Hotcakes und Hashbrowns. Das Lieblingsessen jedes Kindes. Klingt nicht nach einem sehr nahrhaften Mittagessen. Ehrlich gesagt zum Frühstück. Ich habe gar nicht an ihr Mittagessen gedacht. Mist! Oh. Es tut mir leid, ich muss da rangehen. Aber ich verspreche Ihnen, Sie werden pünktlich sein. Hallo? Ja. Ja. Ich bin jetzt auf dem Weg. Danke, Sir. Ja. Ach ja. Ja, Sir, ich bin draußen. Ich komme jetzt rein, entschuldigen Sie. So. Okay. Ja. Oh, hey, Miguel. Ich möchte mich entschuldigen dafür, dass ich zu spät gekommen bin. Meine Enkelkinder sind kürzlich bei mir eingezogen und es ist etwas schwierig. Wir alle haben ein Privatleben. Aber das rechtfertigt nicht, unsere Verpflichtungen zu vernachlässigen, oder? Nein. Nein, tut es nicht. Sie haben recht. Und ich entschuldige mich. Okay. Miguel? Ich habe mich gefragt, wäre es möglich, dass ich mein Gehalt im Voraus bekommen könnte, bitte? Bitte. Hey, in meiner Mittagspause habe ich Lebensmittel für euch eingekauft und mitgebracht. Du hast Mac and Cheese und Peanut Butter? Und Cinnamon Toast Crunch? Das habe ich. Was möchtet ihr essen? Kannst du uns Mac and Cheese mit Pommes machen? Pommes? Ja, das kann ich. Im Garten sind Kartoffeln und ihr könnt mir beim Ernten helfen. Los geht's. Kommt mit. Okay. Wow,
Du hast all das hier gepflanzt? Mhm. Gärtnern ist meine Leidenschaft. Das war es schon immer. Was ist mit dieser Pflanze passiert, Opa? Nun, es scheint, dass Schädlinge sie erwischt haben. Wisst ihr, kleine Insekten und so. Ist die Pflanze jetzt einfach tot? Nein, das ist die Magie des Gärtnerns. Gärten sind widerstandsfähig. Sie stehen vor verschiedenen Herausforderungen wie schlechtem Wetter, Schädlingen und Krankheiten. Aber sie können sich von diesen schweren Zeiten erholen, genau wie wir Menschen. Das klingt so, wie was Papa immer gesagt hat. Ja, er pflegte zu sagen, es kommt nicht darauf an, wie oft du fällst, sondern wie oft du wieder aufstehst. Das ist genau richtig, Ocean. Nun, dort drüben ist die Kartoffelpflanze. Ihr könnt sehen, dass sie erntebereit ist, weil die Ranken abgestorben sind. Schaut mal. Seht ihr? Hm? Nun, ist das nicht eine Schönheit? Du weißt so viel über Pflanzen, Opa. Warum unterrichtest du nicht Gärtnern? Oh, ich weiß nicht. Das klingt nett. Und ich würde viel lieber das tun, als bei Bullseye zu arbeiten, das ist sicher. Aber ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Und jetzt? Lasst uns Pommes machen. Opa, Zeit zum Aufstehen. Guten Morgen, Kinder. Frühstück und Mittagessen sind fertig. Cinnamon Toast Crunch? Papa hat auch immer Smiley-Gesichter auf unsere Lunchpakete gemalt. Nun, ich frage mich, woher er das hatte. Wir liegen gut in der Zeit, Kinder. Nicht nur werden wir pünktlich sein, wir werden... Schulleiterin Owens, es tut mir leid, dass wir wieder zu spät sind. Aber sehen Sie, mein Auto sprang heute Morgen nicht an. Und wir sind mit dem Bus hierher gefahren. Es spielt jetzt keine Rolle. Sie haben alles verpasst. Ich verstehe das nicht. Die Schule endete um 11.30 Uhr. Heute war ein Halbtag für Einstellungstests. Haben Sie Ihren Kalender nicht gelesen? Der Kalender? Wo finde ich den? Online. Und wenn Sie aufgepasst hätten, wie die anderen Eltern, würden Sie das wissen. Die Kinder haben ihre Prüfung verpasst. Kinder, könnt ihr euren Opa und mich kurz allein lassen, bitte? Mr. Smalling, die Betreuung von Kindern erfordert große Verantwortung und Aufmerksamkeit. Ich bin verantwortlich. Sind Sie das? Denn gestern... In der Cafeteria hatten Bobby und Ocean nichts zu essen. Also habe ich ihr Mittagessen bezahlt, aus eigener Tasche. Es tut mir so leid. Wie viel schulde ich Ihnen? Entschuldigen Sie, wäre es in Ordnung, wenn ich Ihnen das Geld nach dem Wochenende zahle? Nochmals, es tut mir wirklich leid. Sir, das ist nicht der Punkt. Sie kommen immer zu spät. Manchmal vergessen Sie, Ihnen Essen zu geben. Und Sie haben kein Geld. Sind Sie sicher, dass Sie in der Lage sind, sich um diese Kinder zu kümmern? Ja, das bin ich. Ich bin dazu in der Lage. Aber... Ich muss wirklich zur Arbeit. Aber ich verspreche Ihnen, ich werde Sie pünktlich morgen hier absetzen, mit Mittagessen. Wir können nicht alleine zu Hause bleiben. Was machen wir jetzt, Opa? Ach, wie wäre es, wenn ihr heute mit zur Arbeit kommt? Ernest, wann sind Sie zur Arbeit gekommen? Ich weiß. Ich war wirklich spät dran. Und es tut mir leid. Aber wissen Sie, mein Auto ist heute Morgen liegen geblieben und... Was habe ich Ihnen das letzte Mal gesagt? Dass persönliche Probleme nicht der Grund sind, Verpflichtungen zu vernachlässigen. Das ist Ihr zweiter Verstoß. Ich verstehe. Noch eine Panne und Sie wissen, was das bedeutet. Wer hat seine Kinder hier gelassen? Das hier ist keine Kindertagesstätte. Miguel, es ist so. Das sind meine Enkelkinder.
Sie haben heute die Schule verpasst und ich habe Sie hierher gebracht. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich wollte es Ihnen noch sagen. Nehmen Sie Ihre Sachen und gehen Sie. Sie sind gefeuert. Holen Sie Ihren letzten Scheck bei der Personalabteilung ab. Kommen Sie, ich brauche wirklich diesen Job. Gehen Sie. Lasst uns nach Hause gehen, Kinder. Los geht's. Ach, Mist. Was ist los, Opa? Opa muss einen neuen Job finden. Aber ich habe kein Glück. Warum siehst du dir die Zeitung überhaupt an? Niemand liest die noch. Ja, nur alte Leute. Okay, also, wie finden die Leute heutzutage Jobs? Sie suchen keine. Sie werden reich mit YouTube, indem sie Videos hochladen. Was du völlig machen könntest. Du könntest Videos über das Gärtnern machen. Absolut ja. Ocean hat recht. Ich kann kaum mein Club-Handy bedienen. Ich weiß nicht, wie man Videos macht. Ich bleibe bei meiner Zeitung. Aber du hast uns. Wir können dir helfen. Mhm. Wir können es auf meinem iPad aufnehmen. Ja. Schau dir all diese Gartenbau-Videos an. Einige von ihnen haben viele Aufrufe. Und du kannst auch viel Geld verdienen. Ja, ich glaube nicht. Ich werde alt. Außerdem weiß ich nicht, wie man unterrichtet. Was? Gärten sind widerstandsfähig. Sie stehen vor verschiedenen Herausforderungen, schlechtem Wetter, Schädlingen und Krankheiten, aber sie erholen sich. Ihr habt euch das alles gemerkt? Ja? Denkst du, wir sind dumm? Nein. Siehst du? Du bist ein guter Lehrer. Du hast uns unterrichtet. Also bitte, 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 kannst du ein YouTube-Video machen? Bitte? Nun. Warum nicht? Was habe ich zu verlieren? Opa hatte keine Ahnung, wie man mit YouTube Geld verdient. Aber er war bereit zu lernen. Hallo Leute, willkommen zur ersten Folge von Opas Garten. Genau, und ich bin Opa. Opa, schau, wie viel Geld du verdient hast. Wow, 6.000? Das ist mehr, als ich bei Bullseye verdiene. Also funktioniert das wirklich? Wie wäre es, wenn wir ins Einkaufszentrum gehen und ich euch etwas Schönes kaufe? Würdet ihr das mögen? Ja, aber du bekommst das Geld nicht sofort. Du musst einen Monat warten. Einen Monat? Oh nein! Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich öffne die Tür. Ja? Ich bin Alicia F. Whittaker und ich arbeite beim Jugendamt. Kann ich hereinkommen? Ist etwas nicht in Ordnung? Nun, es wurde eine Meldung über Sie gemacht, also... Eine Meldung? Wer würde so etwas tun? Ich kann Ihnen diese Information nicht geben. Das wird nicht lange dauern. Ich möchte nur herumschauen. Ist das in Ordnung? Danke. Hallo, Liebes. Du musst Ocean sein. Was machst du da? Oh, der Topf ist ein bisschen heiß. Ich denke, vielleicht sollten wir einen Erwachsenen wie Opa umrühren lassen, okay? Ich lasse sie nur umrühren, nachdem das Feuer aus ist. Ich lasse sie nie an den Herd, wenn er eingeschaltet ist. Sind Sie derzeit angestellt, Mr. Smalling? Ich bin zwischen Jobs, aber langsam beginne ich, etwas Einkommen zu erhalten. Gerade erst. Also, im Moment klingt es so, als ob Sie derzeit kein Einkommen haben. Nun, es ist noch nicht auf dem Konto eingegangen, aber... Geben Sie den Kindern regelmäßig ein Bad? Sie scheinen ein wenig schmutzig zu sein. Natürlich nehmen Sie regelmäßig ein Bad. Wir haben draußen im Garten gearbeitet und so haben Sie Schmutz auf Ihre Kleidung bekommen. Sie lassen Sie also körperliche Arbeit verrichten? Körperliche Arbeit? Wovon reden Sie bloß?
Okay. Ocean, Bobby, ich möchte, dass ihr eure Schuhe anzieht, okay? Warten Sie mal, was passiert hier? Es tut mir leid, Mr. Smalling. Basierend auf diesem Bericht und allem, was ich heute Abend hier gesehen habe, fürchte ich, dass ich mit einer sofortigen Entfernung beider Kinder fortfahren muss. Was? Opa, wir wollen nicht mit ihr gehen. Ja, wir möchten bei dir bleiben. Oh, macht euch keine Sorgen. Ihr werdet nicht weggehen. Sie verlassen diesen Ort nicht. Sie bleiben hier bei mir. Okay. Sie haben keine Ahnung, was diese Kinder durchgemacht haben. Mr. Smalling, Sie können dies auf die harte oder auf die einfache Tour machen. Ich möchte wirklich nicht die Polizei rufen müssen. Ja. Macht euch keine Sorgen. Opa wird euch bald zurückholen, okay? Nun, zieht eure Schuhe an. Ich kann nicht glauben, dass ich das zugelassen habe. Diese Kinder haben schon so viel durchgemacht. Ich kann ihnen keinen weiteren Schmerz zufügen. Was kann ich tun? Nun, bald haben sie ein sogenanntes Widerspruchsgerichtsdatum. Wenn Sie nachweisen können, dass Sie in der Lage sind, für Ihre Grundbedürfnisse zu sorgen, haben Sie eine ziemlich gute Chance, das Sorgerecht wiederzuerlangen. Bringen Sie jegliche Beweise mit, zum Beispiel Einkommensnachweis. Ich habe meinen Job verloren. Das einzige andere Einkommen, das ich hatte, kam durch Sie. Dann weiß ich nicht, was ich Ihnen sagen soll. Hoffentlich finden Sie eine Lösung. Opa, diese Pflanze sieht so aus, als hätte sie Probleme. Bedeutet das, dass sie sterben wird? Nun, was denkst du, Bobby? Nein, denn Pflanzen sind widerstandsfähig. Das bedeutet, sie erholen sich genauso wie Menschen. Sehr gut. Genau wie dein Vater immer sagte. Er pflegte zu sagen, es kommt nicht darauf an, wie oft du fällst, sondern wie oft du wieder aufstehst. Es kommt nicht darauf an, wie oft man fällt, sondern wie oft man wieder... Wie man Videos hochlädt auf YouTube für ältere Menschen. Hallo. Euer Ehren? Ich bin hier in der Hoffnung, das volle Sorgerecht für meine Enkelkinder Ocean und Bobby wieder zu erlangen. Gibt es einen Grund, warum sich ihre Eltern nicht um sie kümmern können? Nun, ihre Mutter war seit ihrer Geburt nicht mehr involviert. Und ihr Vater? Mein Sohn? Er ist auch nicht mehr da.
Er ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und so wurde ich ihr Vormund. Sie haben niemand anderen. Also sehen Sie, diese Kinder haben bereits so viel verloren. Sie brauchen mich nicht auch noch zu verlieren. Es tut mir sehr leid, mein herzliches Beileid. Aber es sei denn, Sie können beweisen, dass Sie für diese Kinder sorgen können, kann ich Ihnen das Sorgerecht nicht zurückgeben. Haben Sie bereits einen Job gefunden? Nun, nein. Dann tut es mir leid. Aber ohne Einkommen wird das Urteil eindeutig. Oh, warten Sie, warten Sie. Ich habe Einkommen. Tatsächlich habe ich sogar eine Menge Einkommen. Schaut Sie. Sie haben 10.000 Dollar verdient? Über YouTube? Ja, indem ich den Menschen beibringe, wie man gärtnert. Die Kinder haben mich auf den Weg gebracht. Und den Rest habe ich selbst gelernt. Nächsten Monat sollte mehr Geld hereinkommen. Wow. Sie haben es von einem Jobverlust zu einem sechsstelligen Einkommen geschafft? Ich weiß nicht einmal, wie das möglich ist. Er ist sehr widerstandsfähig, deshalb. Nun, da haben Sie sicherlich recht. Okay. Nach dem, was ich hier gesehen habe, gibt es keinen Grund, warum die Kinder nicht bei ihrem Opa sein sollen. Ich erkläre hiermit, dass das Sorgerecht mit sofortiger Wirkung wieder auf Sie übertragen wird. Die Verhandlung ist geschlossen. Oh. Danke. Hey, ihr Lieben, was habt ihr da? Ein Smiley-Gesicht. Ja. Ein Tomaten-Sandwich. Wir haben die Tomaten selbst gepflückt und geschnitten. Lecker, das habt ihr gemacht. Das Gärtnern mit Opa hat sich wirklich gelohnt. Mhm. Oh, euer Vater wäre wirklich stolz auf euch. Nun kommt mal her. Ich habe schon bemerkt, dass einige der Tomaten verschwunden sind. Lasst uns jetzt den Rest auch noch pflücken. Was denkt ihr? Okay. In Ordnung.